And in General Kalinkor, Gesandten in St. Petersburg, Sanku 31 Marse Axon 100 Act, St. Enyan ist um 2 Uhr nachmittags eingetroffen, jetzt ist es 6. Die spanischen Angelegenheiten erforderten seit langem meine Anwesenheit. Ich habe diese Reise abgelehnt, weil ich fürchtete, meine Anweisung, die Zusammenkunft mit dem Kaiser aufzuschieben, konnte ihn sehr reisen werden lassen. Aus ihren zahlreichen Fächern ersehe ich, dass sie Zusammenkunft aufgeschoben ist. Ich reise also nach Tischen, nach Bordeaux, um im Mittelpunkt der Angelegenheiten zu sein. Hier ist Ihre Direktive für Spanien. Der weit geschlossene Monitor setzte sie von den offiziellen Beschlüssen in Kenntnis. Inzwischen haben die heutigen der Fashion die Lage der Dinge geändert. Colin Carl hat protestiert und erklärte, sein Sohn habe ihn gezwungen, die Abdankung zu unterzeichnen. Matt hat gedroht, die Königin zu trotten, wenn er nicht unterzeichnet. Meine Armee ist am 23. in Madrid eingezogen und gut aufgenommen worden. Meine Truppen sind in der Stadt und auf den Hohen untergebracht. Ich habe den Prinzen von Asturien nicht anerkannt und will ich erkennen. Ich ihn überhaupt nicht an. Ich weiß das noch nicht genau. Der unglückliche König wirft sich in meine Armee und sagte, man wolle ihn töten. Man hatte gemeutert, um den Prinzen Napalse zu ermorden. Glücklicherweise sind meine Truppen noch zur rechten Seite gekommen, um ihn zu retten. Der Prinz lebt noch. Der Großherzog von Berg ist 4 Stunden nach den Truppen in Madrid eingesogen. Das Zeremonielle hat ihn verhindert, den neuen Kronen zu sehen, da er nicht wusste, ob ich ihn anerkennen würde. Die Briefe des Königs Karl erregen das tiefste Mitleid. Das ist für sie allein. Hüten Sie das Geheimnis, Sie können darüber ein Wort gegen den Kaiser und den spanischen Gesandten verlauten lassen. Der Aufseite des Prinzen von La Paz steht und wie Sie sprechen hört, sagen Sie dem Kaiser, ich hätte meine Reise nach Spanien aufgeschoben, um die Zusammenkunft mit ihm nicht zu versäumen. Ich wäre 2 Stunden nach Empfang Ihrer Briefe abgereist. In einigen Tagen werde ich auf Ihre Depesche antworten. Wenn Sie dem Kaiser den Monitor verlegen, so sagen Sie ihm, dass ich an den Zuständen Spaniens keinen Anteil habe. Meine Truppen wären 40 Stunden von Madrid gewesen, als die Ereignisse vor sich gingen. Endlich sei der Prinz von La Paz allgemein verhasst und der König Karl beliebt. Sagen Sie dem Kaiser, man habe den König gezwungen und sie würde nicht erstaunt sein, wenn ich ihn wieder auf den Thron setze. Die bösen Zungen von Petersburg werden sagen, ich hätte das alles im Sinne gesetzt. An den Prinzen Murat, Großherzog von Berg, Lieutenant des Kaisers in Spanien, B. 26 April 1808. Ich habe eben eine Stunde mit dem Prinzen von La Paz gesprochen. Lassen Sie nach Bayon sein Kinder, seine andere Familie, Angehörigen und seine Effekten kommen. Ich habe ihn gut aufgenommen, weil er unglücklich ist und abscheulich behandelt werde. Ich
schrieb er heute Nacht an sie. Es ist Zeit, die nötige Energie zu zeigen. Ich rechne darauf, dass sie die Kanaille von Madrid nicht schonen, wenn sie rebelliert und sie nachher sofort entwaffnen. Ich stelle ihnen anheim, die Garde festnehmen und entwaffnen zu lassen. Jedenfalls müssen sie im Fall einer Revolte seinen der Schuldigsten festnehmen und erschießen lassen. Ich erhalte ihren Brief von 23 Uhr Mitternacht. Sie haben einen zum Tode verurteilten Soldaten zu 5 Jahren schweren Kerker benachtigt. Sie haben keine Rechte dazu. Erlauben Sie sich in Zukunft nicht mehr solche Seitensprung. Sie können sich das bei den Truppen im Berg erlauben, aber nicht bei französischen Truppen. Halten Sie den Soldaten im Gefängnis, bis der Geheime Rat seine Ansicht äußert. Ich habe sein Gesuch an den Oberrichter gesandt. Ich habe Ihnen gestern Auftrag gegeben, in der Madriger Zeitung den Protest des Königs gegen die Regentschaft und ihre Beschlüsse zum Abdruck zu bringen. Ihr Einwand, dass Sie keine Drucke finden, ist jämmerlich. Ich schrieb Ihnen, sich der Regierung zu bemächtigen. An der Spitze von 15.000 Mann schreibt man nicht, weil sie an Don Antonio geschrieben haben und geht nicht krummer Wege. König Karl hat protestiert. Ich kenne keinen König Ferdinand. Karl ist der einzige König von Spanien. Achten Sie darauf, dass man nichts gegen die öffentliche Ruhe denke und tue. Und benutzen Sie die Presse, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Ihr Tagesbefehl an die Soldaten betreffend der Affäre von Burgos ist jämmerlich. Du lieber Gott, wo kämen wir hin, wenn ich an die Soldaten wohl 4 Seiten schreiben müsste, um ihnen zu sagen, sie dürften sich nicht entwaffnen lassen und als heroische Faktum hervorzuheben, dass eine Abteilung von 15 Mann auf die Kanaille geführt habe. Der Franzose hatte viel zu viel Witz, um sich über solche Proklamationen nicht lustig zu machen. In meiner Schule haben sie das nicht gelernt. Was werden Sie in einem kritischen Moment tun, wenn Sie mit Proklamationen so verschwenderisch umgehen? 3 Wörter hätten genug. Die Madrier Kanal ist in Bewegung. Ein Aufruhr hat stattgefunden. Der erste Soldat, der sich entwaffnen oder den Eingang zur Kaserne erzwingen lässt, wird als unfähig der Armee auszugehören erklärte. Über dieses zweifle ich, ob das überhaupt notwendig wäre. Sie haben einen für die Disziplin verhängt, nicht wollen Fehler begangen, weil sie den Offizier nicht kassierten, der die beiden Soldaten der Kneipe zurückgegeben hatte. Ich wollte in Wein Einzug in Madrid für den Reichen der Armee degradieren und sie taten sehr unrecht, ihn zu begnadigen. Ihre Proklamation hat mich schamrot gemacht, wenn Belliarde sie verfasst hatte. So bezeigen sie in meinem Unwillen. Um Madrid zur Ruhe zu bringen, sind 3.000 Mann und 10 Kanonen nötig. 3 Tage Befehl wieder ihre Kanonen ein hier demoralisieren.